nothing else to hide. I've got it wrong, ain't got it right. I've told the truth, I've told some lies. I live some days and others die. If I want it, then I'll get it somehow. Want it, then I'll get it, no doubt. Cause I will never let me. Servus und willkommen in einem neuen Video. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute gibt es Teil 2 des Augentrainings. Also Woche 3 und 4. Die dritte und die vierte Woche sind gleich. Das wird voll durchgezogen. Übrigens, das Augentraining habe ich fast jeden Tag gemacht. So für, eigentlich es steht dort im Handbuch, so 4 bis 5 Mal ist optimal. Wenn du mal eine Pause reinlegst, alles gut, weil das Auge muss sich ja auch entspannen. Aber heute zeige ich euch mal ganz kurz, wie das Sehen funktioniert. Wie gesagt, bin kein Arzt, bin ein ganz normaler Mensch, der aber eigentlich von so einer Thematik keine Ahnung hat. Aber ich zeige es euch ein bisschen, dass ihr ein bisschen einen Überblick habt, was das, wie Sehen funktioniert. Also, los, fangen wir an. So, ich zeige mal kurz mit meinem Fixierstab. Also, Licht fällt auf die Linse. Du empfängst erstmal ganz normale Informationen, Reize. Vorne siehst du noch gar nichts. Dann fällt es auf die Linse und hinten haben wir dann die Netzhaut. Und der zeigt dann, dass du scharf siehst. Also er zeigt an, dass du scharf siehst. Und dann kannst du sehen. Und wenn du Sehfehler hast, wenn du eine Kurzsichtigkeit hast, kommen die Reize vorne durch die Linse und dann wird das der Lichtstrahl gebrochen, aber vor der Netzhaut. Also darum siehst du quasi nur noch in der Nähe. In der Weiten siehst du alles verschwommen. Dann gibt es noch, wie gesagt, Normalsicht ist keine Sehfehler. Da wird der Lichtstrahl richtig gebrochen und man sieht dann richtig scharf. Und dann hast du Weitsicht. Da liegt der Punkt hinter der Netzhaut. Und dann kannst du nur in der Nahe, dann kannst du nur in der Weite gut sehen, aber nah, also lese an sich kannst du nicht lesen. Genau. Und warte, jetzt muss ich erstmal kurz kurz schauen. Also, ihr fragt euch sicher, was Dioptrie ist. Dioptrie ist also die Maßeinheit, wie das Licht gebrochen wird. Also quasi unser Auge besteht aus 60 Dioptrie. Und 43 Dioptrie, 70% fällt auf die Hornhaut. Und durch die Hornhaut, die ist nicht beweglich, kannst du die Hornhaut ist nicht aktiv steuerbar, die ist starre. Also kannst gar nichts beeinflussen. Aber auf die Linse kommen 12 Dioptrie. Also ist es quasi aktiv steuerbar. Und das kannst du theoretisch dann ausgleichen. Und wie kannst du das auch ausgleichen? Indem, dass du Trainingsübungen machst. Und so kann du die Sehkraft wieder verbessern. Am besten
wiedererhalten, wie es du vorher schon gesehen hast. Genau. Und das hat alles mit Muskeln zu tun. Aber das lese ich jetzt nicht alle vor. Jedenfalls, das Auge besteht aus 6 Muskeln. Ich will jetzt nicht weiter in die Thematik gehen. Ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Also wie gesagt, das Auge besteht zu ca. 60 Dioptrien und 43 Dioptrien gehen auf die Hornhaut. Die Hornhaut ist hier. Und 12 Dioptrien gehen durch die Linse. Und die Linse ist aktiv steuerbar. Die kann man bewegen. Und deswegen kann man auch durch Trainingsübungen die Sehkraft wieder zurückerhalten. Genau. So hat er erklärt in dem Buch. Wie gesagt, ich bin kein Arzt, aber ich werde die 8 Wochen durchziehen. Ich glaube, es ist besser, wenn man uns sieht. Ich werde die 8 Wochen durchziehen und mal sehen, wie es dann ist. Und wenn, dann mache ich trotzdem noch nach 8 Wochen weiter, fange wieder vielleicht von vorne an oder mache noch Bonusübungen. Jedenfalls, ich werde nicht aufgeben, nie aufgeben. Genau. Und noch kurz wollte ich was sagen. Also noch mal kurz zur Info. Dioptrie ist die Einheit, wie das mit welcher Dicke vom Glas, also quasi, sagen wir mal, Brille, gebrochen wird. Ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Und wenn ihr das nicht ganz versteht oder mehr erfahren wollt, schreibt einfach mal in Kommentare. Und vielleicht kann ich es noch ein bisschen besser erklären, aber wie gesagt, das sind die Blätter. Da kann ich nicht viel machen. Er ist selber ein Arzt. Also. Und ich wollte noch was sagen zu der Zillarmuskel. Fakt ist, der Zillarmuskel, der entscheidet, also da gibt es so Fasern, da sagt man, da ist Fasern. Der sollten bei der Nahsicht, bei den meisten, mal wieder Kamera halten. Bei den meisten ist es so, der sind kurzsichtig. Warum sind sie kurzsichtig? Weil man halt einfach heutzutage mehr am Computer ist, mehr am Handy ist und du hältst es näher vor dich und dann kannst du auch besser lesen. Wenn man aber weiter zurückgeht zu den Steinzeitmenschen, die haben viel mehr Kurzsichtigkeit, kann man sagen, die sind viel mehr weniger weitsichtig, weil die haben beim Jagen oder so, oder so, scheiß Kamera da, machen wir mal Kamerakaffee. Oder entweder Bracht zum Halten. Egal. Jedenfalls, die haben wir beim Jagen, die haben wir die Tiere sehen, man, das bringt er denen nichts, wenn es verschwommen ist und dann wirft es woanders hin, dann haben sie wieder kein Mittagessen und Essen. Jedenfalls, ich schweife ab. Jedenfalls, so ist es. Jedenfalls, der Zillarmuskel, der, wenn du nah siehst, dann werden die, dann sind die, bla 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 bla, mal kurz spicken.
Also Fakt ist, der Mensch gespannt sein. Also wenn du in der Nähe siehst, dann sollen die gespannt sein, also aktiv, und wenn du in die Ferne weit sehen willst, boah, ist das schwierig, das Deutsch. Wenn du in der Weite sehen willst, dann meinte gelockert sein und wenn sich entspannen, also die da dürfen sich nicht zusammenziehen. Fakt, so, jetzt hab ich's. Also ich hoffe, ihr könnt mir da einigermaßen folgen und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich blende jetzt mal kurz ein paar Übungen noch ein, in Schnelldurchlauf, und das war's mit dem Video. Also nur noch mal kurz zur Info. Die ganzen Muskeln, die Augenmuskeln, die kann man, also das ganze Auge kann man trainieren, und deswegen mache ich das auch, und ich will meine Sehstärke wieder zurückerhalten, dass ich fast gar keine Brille brauche. Vielleicht gar keine. Wäre super. Weil das ist ja so, in Auge. Seien wir ganz ehrlich, bei der Brille, du bewegst nicht wirklich die Augen nach links, rechts, oben, unten. Das wird dann einmal geschwächt und dann siehst du nicht mehr so gut. Ist jetzt eine meine Einschätzung und seine Einschätzung. Aber das Video dauert jetzt schon kurz zu lange. Also. So, hier sieht man jetzt die erste Übung mit dem Fixstern, und da entspanne ich kurz meine Augen. Jetzt kommt der Augenliegestütz in Nah- und Fernsicht vorher. Und jetzt kommt eine schöne Kreisübung, um die Augenmuskeln schön zu trainieren in alle Richtungen. War kurz noch eine Spirale. Jetzt kommt nochmal so ein Augenliegestütz. Hier sieht man jetzt das Divergenzblatt, dass man für die Weite trainiert. Ich hoffe, ihr könnt mir so ungefähr wegen folgen. Da mache ich jetzt noch ein bisschen Entspannungsübungen. Augen erholen und Divergenz. Und mit die Ringe, dass die müssen sich überlappen, und dann trainiert man die Divergenz für Kurzsichtigkeit. Genau, und dann sind noch Nah- und Ferntafel. Das habe ich nicht mehr abgefilmt, aber genau, so ist ungefähr der Ablauf. Ich weiß, das ist alles ein bisschen durcheinander, aber es ist so. Also, willkommen zurück in dem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr seid jetzt schon ein bisschen besser informiert darüber. Besser informiert darüber und kennt euch schon mal ein bisschen aus. Ich hoffe, ihr könnt es mal folgen, weil es ist nicht einfach, wirklich. Wenn du eigentlich fast kein Experte bist, dass du wegen darüber redest. Aber egal, ich habe es trotzdem gemacht, nur für euch. Also, ich hoffe, euch hat das Video gefallen.
Vergesst nicht, die Abo-Glocke zu aktivieren, um keine Videos zu verpassen. Und ich sage Ciao, Servus und Gute Nacht. Es ist nämlich schon spät. Ciao.